Ja Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Sly Cooper. Jagd durch die Zeit. Und was ist das da hinten? Das ist schon der Safe? Ach, sieh mal an, hier vorne ist schon der Safe. Interessant. Na gut, Moment. Da gehen wir doch mal ganz kurz gucken, was da drüben ist. Ja, wir sind ja mittlerweile in dem alten Arabien angekommen. Warum hat er sich da nicht festgehalten? Ah, hier geht's auch noch weiter. Ich wette mit euch zu einem Schatz. Aber den können wir dann gerne mal holen, kurz. Ach, verdammt. Erst Quest-Taste drücken und dann schießen. Ja, ein Schatz. Das war so klar, dass dahinter irgendwas ist. Eine Maske. 31 haben wir jetzt schon. Und den Schatz nehmen wir auch mal ganz kurz mit. Lalalalala. Ich habe ganz kurz geguckt, wo ist denn das Seil? Voll einen miesen Schock bekommen. Aber das sollte reichen. Skorpionrezepte. Lecker, Schmecker. Na gut, gehen wir zur Mission. Fundsache, wir müssen natürlich erstmal herausfinden, wo Salim al-Cooper. Ne. Wer ist er denn genau? Scheiße, ich hab seinen Namen schon wieder. Salim al-Cooper schon oder Cooper? Ich weiß nicht. Fuck, du hattest einen Schatz dabei. Ist der nicht gestorben dabei? Nee. Kannst vergessen, Junge. Kannst vergessen. So. Müssen wir denn hin zum Teufel? Hier unten? Ah, hier unten. Alles klar, Auftrag wird glauben. Okay, Sly. Diversen Gerüchten zufolge musste Salim al-Kumar untertauchen. Hält sich aber noch hier in der Gegend auf. Wir müssen herausfinden, wo er sich versteckt hält und wieso. Dazu habe ich extra für dich ein neues Spielzeug gebaut. Cool. Etwa einen Schildkröten-Butler? Nein. Anhand der Daten deiner Vorfahren war es mir möglich, Cooper-DNA zu entschlüsseln. Ich habe deinen Sichtkommunikator um ein visuelles Leitsystem erweitert, das absolut alles erkennt, mit dem Salim al-Kumar unter Umständen in Kontakt gekommen ist. Wow, Bentley, das ist ja wie Science Fiction. Was ist das denn jetzt? Scheiße! Scheiße! Was machst du denn da? Das heißt, wir sehen jetzt alles gleich, warte mal. Kurz mal ein paar Münzen mitnehmen. Schau hier was. Da oben. Boah, das erinnert mich natürlich logischerweise natürlich alles an Aladdin, aber auch mit diesen, guck mal da oben, tanzende kleine Maske, mit diesen Essensständen oder Verkaufsständen, wo du denn da drauf springen kannst, auch an das Aladdin-Game für den Super Nintendo, zumindest auch unter anderem Super Nintendo, damals habe ich das
übertrieben gern gezockt. Da waren echt noch... ja, so Filmumsetzung, Spielum- oder Serienumsetzung richtig geil. Und ja, Super Nintendo sowieso. Damals, ja, die guten alten Times. Oh Gott, ich will gar nicht wissen, wie viele Jahre das her ist. Locker 15 Jahre. Oh Gott, naja, gut. Salim wohl versucht hat, aus einer dieser alten Lampen einen Geist zu beschwören? Er muss sehr verzweifelt sein. Aktiviere deinen Sichtkommunikator und scanne die Umgebung. Dann sollten alle Objekte aufleuchten, die Salim in letzter Zeit berührt hat. Sly, diese Tür gehört eindeutig nicht hierher. Mach lieber auch ein Foto davon, damit ich sie analysieren kann. Okay, Bentley. Okay, Sly. Geh da raus und zum Dorf, während ich alles analysiere. Ich habe dir einen Wegpunkt gesetzt. Ja! Was soll das? Verdammte Cobra, du. Wir müssen schon wieder raus. Ist doch doof. Das hat sich ja echt gelohnt. Da habe ich länger die Ladezeit gehabt, als ich drin war. Wow, Wahnsinn. Also das ist wirklich der größte Kritikpunkt an diesem Spiel, die Ladezeit. Das ist nicht normal. Das ist echt nicht normal. Ich brauche noch mehr Daten, Sly. Such weiter. Okay. Ich würde sagen, dann gehen wir erstmal in die Richtung. Warum haben die alle so wenig Schätze dabei? Ich würde gerne mal einen Schatz klauen. Hä? Okay, das kann wohl erst Salim al-Kupa. Ich nenne ihn einfach Salim. Es geht einfacher. Okay, wo rück genau ist er? Nimm den Sichtkommunikator, Sly. Diese Stelle wird sehr friedlich. Bestimmt meditiert Salim oft hier. Da unten ist eine Maske. Das ist meine Maske. Der Rückweg war irgendwie viel einfacher. Ih, der hat einen roten Popo.
fliegende Teppiche. Alter, wie geil. Ah, das gefällt mir richtig, richtig gut, das Gebiet hier. Oh, der hat endlich mal was. Was ist es denn? Ein Skorpionschwanz, 200. Ja, Fläschchen, ich hab dich gesehen. Ich kann die Kamera nicht drehen. Ah, so. Ausgetrickst, das Spiel. Ich empfange etwas. Setz den Sichtkommunikator auf, Fly. Hä? Ah, da. Also, auf Körperpflege legt Salim offenbar viel Wert. Ja, das ist doch was ganz Nützliches eigentlich, auf Körperpflege ein bisschen Wert zu legen. Das ist doch was Schönes. Bentley, das hat sich so komisch angehört. Oh, ich kann doch Wert zu legen, du. Boah, ja. Diese miesen Samurai-Katzen, die machen mir echt Angst. Die sehen so unfassbar gemein aus. Da muss etwas sein. Nimm den Sichtkommunikator. Sly, nimm den Sichtkommunikator. Ich empfange da etwas ganz in deiner Nähe. Interessant. Offenbar hat Salim mit dem Kamel eine Testfahrt gemacht. Okay, Sly. Ich gleiche alle Daten ab und wie es aussieht, ist Salim auf einem Boot. Auf einem Boot? Das heißt, auf welchem Boot denn? Wohin muss ich? Ah, da hinten. Alles klar. So, ich will dem mal begegnen. Ich will mal wissen, wie der so drauf ist. Ich fand jetzt Gellert jetzt nicht so geil irgendwie, weil der so ein bisschen komisch drauf war. Und das muss man schon sagen. Ich weiß nicht. Ich hatte so den Eindruck, bisher wurde mit Bob am meisten gemacht, oder? So, der wurde am meisten so präsentiert, obwohl der war der... am wenigsten gesagt hat, so gesehen. Das finde ich sowieso auch, muss ich auch ganz ehrlich sagen, das finde ich auch einen kleinen Kritikpunkt. Dass die... Obwohl, warte mal, Tennessee wurde auch ganz gut gezeigt. Aber allgemein finde ich das ein bisschen wenig, wie mit den Leuten umgegangen wird. Mit den Vorfahren, das hätten sie vielleicht ein bisschen besser machen können, ein bisschen mehr ausbauen können.